In diesen schwierigen Zeiten, an dem schönen Tag, möchten wir Ihnen einen Blumenstrauß vorstellen. Ein Blumenstrauß an Selbstwirksamkeit. Tu was für dich, was kann ich für mich tun? Ihr Immunsystem kann wie ein Blumenstrauß betrachtet werden. Es gibt ein angeborenes Immunsystem. Es gibt ein Immunsystem mit den Mitochondrien. Das sind die Energiekraftwerke der Zelle, die können gestärkt werden. Ein großer Sitz vom Immunsystem sitzt in den Hormonen von ihren Muskeln. Das bedeutet, wenn man trainiert und Sport macht, wenn man joggt und läuft und klettert, wenn man richtig hart trainiert, wie auch immer, werden Botenstoffe, Myokine ausgeschüttet, die stärken das Immunsystem, die stärken die Psyche, die helfen im Gehirn. Dann gibt es ein mukosales Immunsystem in ihren Schleimhäuten. Und da ist die Schleimhaut im Mund, Nasen, Rachen, Ohrbereich und in der Lunge und im Darm. Das sind Drillinge, das sind ineinander verwoben. Das bedeutet, mit gesunder Ernährung, mit Präbiotika, mit Probiotika, stärken sie sich selbst und sie wären selbstwirksam, geschützt und ihr ganzer Körper profitiert. Dann gibt es eine Wunderwerkstatt im Darm. Das heißt, bestimmte Ballaststoffe, bestimmte Lebensmittel werden abgebaut in Kerosin, in Treibstoff für ihre Mitochondrien, fürs Gehirn, im Antrieb für ihre Immunkompetenz. Und diese Ballaststoffe aus schwarzem Reis und rotem Reis, aus Linsen und Kichererbsen, Amaranth, Quinoa, Buchweizen, nährt nicht nur sie, es nährt ihr Mikrobiom, die Darmbakterien in ihrem Körper und die nähren ihr Gehirn und ihre Immunkompetenz. Darüber hinaus gibt es noch einen Werkzeugkasten, Mineralstoffe, Vitamine, Proteine, das sind die Arbeitstiere der Zelle mit Aminosäuren, dann wertvolle Fettsäuren, wertvolle Zucker in der Beeren. Die füllen ihren Werkzeugkasten für Reparatur und für Immunität. Also ein ganz großer Blumenstrauß. In diesem Blumenstrauß gibt es auch eine Impfung. In diesem Blumenstrauß gibt es moderne Hightech-Medizin. Aber eine Blume reicht nicht aus. Und das Entscheidende ist überhaupt, den Blumenstrauß zu sammeln. Das heißt, ihre innere Entscheidung, was für sich zu tun. Die Entscheidung zur Selbstwirksamkeit. Die Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen. Und die Botschaft heißt, ja, Sie können was für sich tun. Und es wirkt nicht nur ein bisschen, es wirkt stark. Im Besonderen, im Miteinander, der soziale Kontext, im sozialen Miteinander, ist der Mensch eben nicht einfach nur ein Ego, sondern einige Menschen sprechen davon, dass es eine Entbindung braucht vom Ego zum Öko. Im sozialen Miteinander wird die Immunität und ihre geistige Gesundheit, ihre Hirngesundheit gestärkt. In diesem Sinne, viel Spaß miteinander und alles Gute für die nächsten Wochen.